Wenn ein Vergewaltiger euch verfolgt, sagt, ich bin Lesbe, ich bin Lesbe. Oh. Ich war vor kurzem am Strand. Ehrlich? Ja. Da war es fast so schön wie in diesem Podcast hier. Grüße gehen raus an Jules, die sich über diese Überleitungen immer freut. Viel zu freuen gab es diese Woche aber nicht. Nee, das war nicht, es war nicht viel tatsächlich, aber an welchem Strand warst du? Meinst du Frankreich? Ja, Marseille, der Corona-infizierte Drecksstrand, der richtig widerlich ist. Das sage ich jetzt nur, um Jendrik ein bisschen zu ärgern. Der hat sich nämlich die ganze Zeit aufgeregt. Also das war so. Erstmal hallo Leute, wir sind Brennpunkt Internet, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn von Tino und Robin. Geil. So, ich war ja am Strand und dann habe ich so gesagt, ey, Jendrik, also mein Cousin / Neffe, man weiß es alles nicht so ganz genau. Der heiße Boy. Genau, der Bruder von Herodes, der wohnt in Marseille, den haben wir da besucht und da habe ich dann so gesagt, gibt es denn da am Strand so die Auswahlmöglichkeit oder sitzen wir da hier in der Corona-Hochburg mit 1000 Leuten auf so einem Stein? So. Und er ist so ein bisschen getiltet, als hätte er die Stadt selbst gebaut. So, aber es war ganz schön, es gab Auswahlmöglichkeit und alles ist tutti frutti. Ist Jendrik jetzt ein richtiger Franzose, ja? Ist er jetzt quasi eingebürgert worden? Der isst jetzt Baguette und Croissant. Und Froschschenkel essen die ja auch ekelhaft. Alle. Ja, genau. Und trinken die Rotwein, tragen diese Mützen da. Und haben so komische Strände, wo so Schützengräben sind an der Normandie. Helfen den Nazis. Ja. Typisch Franzosen. Scheiße, Mann. Mir Grüße gehen raus an alle unsere französischen Hörer. Ja, je pète. Je suis. Je suis französische Hörer. Genau. Willkommen. Schön. Zur 81. Ausgabe, also zur Hauptausgabe. Also der Hauptreihe. Wir haben ja noch 25 oder so Hörerwünsche. Ja. Und eigentlich 82 Podcast-Aufnahmen. Wir haben ja die Nullte quasi aufgenommen. Die Nullte war auch gleich richtig gut. Von Tindern bis Kindern oder so. Ja, nee, von Kindern bis Tindern. Als ich noch Tinder-Geschichten erzählt habe. Wird eigentlich mal wieder Zeit, ne? Es wird Zeit tatsächlich. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen, ob ich Lust habe, etwas zu erzählen, wenn ganz viele Kommentare es fordern und ganz viele Likes und Glocken aktiviert werden. Oh ja, die gute Glocke. Aktiviert die mal überall. Dann kommen vielleicht neue Tinder-Geschichten. Okay. Keine neuen Geschichten kommen von Leafy. Das ist so ein Etepetete-Drecks-YouTube-Thema, mit dem ich hier einsteigen wollte, weil... Ich kenne nur Beefy. Du kennst Leafy nicht? Was macht Leafy immer so für Videos? Das ist eine Abkürzung bestimmt. Leafy für Live... Live... Ja. Ficken oder so. In sich schlüssig. Nein, Leafy ist tatsächlich eine Abkürzung für den Kanal Leafy is here. Aha. Und er war irgendwie 4 Jahre komplett weg und kam dieses Jahr wieder, mitten in der Hochsaison von Corona. Ein deutscher YouTuber? Nee, ein amerikanischer. Der wurde mal von iDubbbz zerstört, weil der kein Kinn hat. Also ich finde iDubbbz ja an sich cool, aber... Wegen eines fehlenden Kinds? Naja, also pass auf, Leafy mobbt immer gerne Leute oder hat früher sehr gerne Leute gemobbt, auch kleine Kinder durchaus mal in seinen Videos. So, das war so ein bisschen Kanalkonzept, ich mobbe Menschen. Und war aber selber nicht ganz so selbstbewusst, weil er nämlich so ein, nicht eine fliehende Stirn, sondern ein fliehendes Kinn hat. Und deswegen hat er sich so eine Pose überlegt, wo er so ein Okay-Zeichen auf der Nase macht. Das verdeckt dann nämlich das Kinn. Ah, ja. Und das hat iDubbbz so ein bisschen aufgedeckt. Warum nicht so eine Denkerpose, wo man so das Kinn festhält? Vielleicht ist das zu offensichtlich. Ach so. Und dann gab es halt so 1-2 Fotos auf irgendwelchen Conventions, wo man ihn von der Seite sieht. Und man sieht halt, dass da kein Kinn existiert quasi. Und an sich ist das natürlich völlig egal. Aber jemand, der andere mobbt für Aussehen und alles Mögliche, da ist das schon ein bisschen witzig. Dann pflichte ich iDubbbz bei. So. Der kam wieder vor ungefähr 3 Monaten, ja, und hat jetzt hier ganz viele tolle Videos wieder gemacht und sich über Dinge aufgeregt. Am Ende hat er dann immer Nordkorea-Szenen gezeigt, weil YouTube halt bla bla. Und jetzt ist er gelöscht worden. Von wem? Von YouTube selber? Ja. Ich weiß nicht genau, wie der Beef da entstanden ist. Hat irgend so eine Influencerin wieder kritisiert. Hat dabei irgendwie sich über Sims aufgeregt.
Ja, alle Leute. Die Sims oder? Genau. Ja. Alle Leute, die quasi Twitch-Leuten Geld geben, sind Sims. Ja. Also Fotzenknechte, wie der Neudeutsche Also sagt. so vor allem männliche Heterotypen, die irgendwelchen schönen Frauen mit großen Möpsen Geld überweisen, in der Hoffnung, dass sie mal Reinstecken drauf dürfen. dürfen. Ja. Genau. Okay. Mal so im Vorbeifliegen, mal Das kurz reinhalten. waren das sind Sims. Das sind so Sims. Ja, und da hat sich natürlich die Twitch-Community aufgeregt. Ich glaube, der hat das vielleicht ein bisschen zu pauschalisiert gesagt. Es gibt garantiert Leute, die sich das erhoffen. Passendes Thema dazu gleich das nächste, nämlich Lara Loft diese Woche. Die hat nämlich auch von jemandem berichtet, Ich der kenne nur seit. Sarah Croft. Sarah Croft? Wer ist Nee, wie das heißt denn denn? das? Lara Croft! Ah! Ja. Nicht Sarah Croft. Das ist die Schwester. Sarah Genau. Croft. Und die hat sich nämlich darüber aufgeregt und es öffentlich gemacht, dass sie seit 3 Jahren so einen Stalker hat, der ihr irgendwelche Blumen schickt und so und immer fragt, ey, auch ihre Freunde, hey, wollen wir uns nicht nochmal treffen? Also das würde ich eher in diese Richtung denken. Also es gibt schon so fanatische Leute, die denken, wenn ich da jetzt irgendwie Geld hinschicke, dann darf ich vielleicht mal in die Wagotze reinlunsen. Da war einer schlauer, die Profi-Wrestlerin, wie heißt die? Sonya Deville. Das ist eine lesbische Wrestlerin und sie sollte ein Match bestreiten, wo sie ihre Haare verlieren könnte. Also so ein, der Verlierer muss sich die Haare abrasieren, Match. Wird so Alpecin, nee, warte mal, nee, das ist das Falsche. Alpecin, da kommen sie ja wieder. Ja, genau. Mist, irgendeine andere Andersrum. Seuche wird da im Käfig verteilt. Genau, nee, also wer verliert, muss sich Haare abrasieren und es wollte wohl ein Stalker-Fan nicht und hat versucht, sie zu entführen und kam bis aufs Grundstück und dann haben Nachbarn das wohl gesehen und die Bullen gerufen und dann haben sie ihn erwischt mit Panzertape und so und irgendwelchen anderen Sachen zum Entführen und er soll wohl deswegen tatsächlich sie entführt haben, weil er voll in die verliebt ist und sie stalken will oder auch gestalkt hat und Angst um ihre Haare hatte, dass sie sie abrasieren könnte, weil sie also hübsch wäre. Alle denken sich, Alter, die ist eh lesbisch, was willst du denn von der? So, du kannst sie auch nicht bekommen, wenn du sie entführst. Und der hat ihr also kein Geld geschickt. Der hat direkt gesagt, komm, ich nehme dich gleich mit. Lesben können nicht vergewaltigt werden von Männern. Man Lifehack, Leute. geht erstmal von dem Guten aus, Wenn dass. ein Vergewaltiger euch verfolgt, sagt, ich bin Lesbe, ich bin Oh! Lesbe. Dann ist zu, dann ist zu. Und daraufhin wurde das Match abgeändert, dass der Verlierer, Was? dass der Verlierer quasi. Sie nimmt sie erstmal eine Auszeit, die Wrestlerin, wegen irgendwie auch der Gerichtsverhandlung, weil sie erstmal eine Pause braucht, auch wegen Schock. Und sie haben das dann geändert kurzfristig in der Verlierer muss die WWE verlassen. Jetzt ist sie Hart. quasi, sie hat trotzdem verloren und ist erstmal rausgeschrieben aus der Geschichte und deswegen ist sie jetzt gefeuert worden sozusagen, dass sie sich erstmal erholen kann von dem Schock und dass sie jetzt diese Gerichtssachen da machen kann gegen den Typen. Richtig was los bei dir beim Wrestling. Naja, ich wollte nur Du hast sagen, ja auch ja. da so eine Pappfigur, habe ich Ja, gesehen. Jessica, genau. Oh Die ist Mann. 1,80 groß, das ist voll nice. Übrigens das Schlimmste am Riechen können, ne? Ich habe gestern Lauchzwiebel geschnitten auf meine Pizza drauf. Meine Finger stinken immer noch danach. Ich krieg das Das ist nicht doch geil, oder? rausgewaschen. Dass du es riechen kannst. Ja, es ist geil, aber das ist halt die ganze Zeit so ein ganz dezenter Muff an meinen Fingern. Ja, das geht nicht weg sofort. Das sage ich auch immer beim Tinder-Date. Die riechst auch noch manchmal Tage Ja, danach. es ist echt schlimm, ey. Da musst du das Furchtbar. so mit Stahlwolle, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, also was ich eigentlich sagen wollte, Lara Loft, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Nee, ich wollte nur kurz Nee, die nochmal den andere. Sexist raushängen lassen, Ach so. dieses Haare abschneiden, du. Ja. Da bin ich Sexist, da haben wir auch schon in der Oase drüber geredet. Also, I have yet to find eine Frau, die mit kurzen Haaren besser aussieht für mich Ja, als mit ja. langen Haaren. Da bin ich halt so ganz, ganz patriarchalisch wohl sozialisiert. Das Das. ist finde ich, einfach nur eine Meinung, wenn du etwas schöner findest mit langen Haaren. Man kann ja auch sagen, irgendwie, ich mag eher Frauen, die Nicht fett sind. zum Beispiel oder die ein Kleid tragen zum Beispiel, ja, die finde ich hübsch oder Frauen mit Ja. Zöpfen finde ich hübscher, kann man ja ruhig so finden. Aber man darf eben niemanden verurteilen, wenn das nicht macht. Ich verurteile nicht. Nö, Ich sag nur, ich habe ich Sympathien sag's. für diesen Stalker. Ich hätte es auch so Ja, gemacht. keine Frage. Also ich habe ja auch sehr, sehr viele Bekanntschaften, weibliche, die sich auch ihre Haare abrasiert haben Und bereits, jetzt so. hast du die nicht mehr als Bekanntschaft. Genau, ich habe sie einfach jetzt entfreundet und Ja. geblockt. Toxische Leute einfach raus aus dem Leben. Nein, also ich finde es trotzdem cool. Also es gibt so Personen, wo ich sage, okay, du kannst das voll gut tragen, es ist voll nice. Bei anderen musste ich auch schon feststellen, okay, ich fand es persönlich mit langen Haaren schöner, aber du musst es ja schön finden. Das ist so Ja, meine da, das ja Quintessenz. sowieso, das sage ich halt nicht Ja, dazu, nein. ja. Aber jeder kann natürlich mit seinem Haar machen, was er will. So, außer ich habe Du hast nicht notgedrungene viel. Frisur.
Nee, aber das ist ja völlig selbstverständlich. Ja, finde ich So. auch. Vielleicht bin ich da auch etwas vorbelastet, weil ich so diesen Menopause-Look, ne? Also das ist ja das Phänomen so ein bisschen, dass die älteren Damen sich die flotte Frisur machen, um Ja. wieder ein bisschen jünger zu wirken, dadurch dann aber älter wirken. Und du magst Und halt eher die Junghüpfer, ne? Mit also langen Haaren und so und. ja, steht zu euren langen Haaren, Ladies, jenseits der 70. Nee, macht, was ihr wollt. Macht, was ihr Auf der wollt, anderen aber. Seite finde ich aber auch, sieht es manchmal seltsam aus, wenn so ältere Damen noch lange Haare haben. Das wirkt immer so ein bisschen seltsam. Kennst du die 90-Jährige bei Titanic, Alter? Ja. Die macht am Ende ihre Haare so auf, wenn sie dieses Juwel ins Meer wirft. So schön. Habe ich mich direkt rein verliebt in die Frau. Ja, nee, ist ja auch in Ordnung. Also es ist alles okay. Schöne, Alle dürfen alles lange, haben. schöne, lange weiße Haare. Ist doch schön. Stimmt, ja, so weiße Haare hat was. Sexy. Hashtag Oma Boy. Ja. Okay, ich wollte zu Lara Loft noch was sagen, bevor ich das Ja. vergesse. Das war nämlich ein übelst langer Presstext, wo das ganz genau ausgeführt wurde, auch wie ihre Freunde heißen und so, die da belästigt wurden mitunter. Und alle so, och, die arme Lara, und gut, dass es mal einer sagt und klare Worte sind wichtig. Ist schade, dass du das machen musst hier gerade, aber ist wichtig und richtig. Und ich sitze nur da und lese diesen Text und denke so, wer zur Hölle ist denn Gork? Denn da geht es da. Gurkensohn? Nee, einfach. Ja, es geht da um einen ihrer Freunde. Also sie zählt drei Freunde auf: Oscar, Kevin und Gork. Und es gibt tatsächlich den Namen Gork. Noch nie Ich dachte gehört. halt echt, ist das ein Rechtschreib? Also hat sie Georg falsch geschrieben? Aber nein. George? Es gibt echt Leute auf dieser Welt, die Gork heißen. Das ist der viel Abschaum. größere Skandal. Abschaum. Ja. Einfach. Schlimm. Naja, gut. Apropos Frauen, ich habe von einem. Du hast Abschaum gesagt, aber ist ja das Gleiche. Das auch, Abfrauen. Ich habe von einem Trend gelesen, den vor allem Frauen bzw. Menschen mit Vaginen durchführen können. Und das scheint neu zu sein. Und zwar stecken sich auf TikTok diese Personen Eiswürfel in die Vagina und filmen sich dabei. Moment, ich glaube, ich muss diese App doch wieder installieren. Ja, ne? Aber die zeigen das nicht wirklich. Also die gucken sich, also die zeigen, filmen nur das Gesicht, zeigen diesen Eiswürfel in die Kamera und dann fühlen sie sich den quasi unten ein und finden sich ganz, ganz toll damit. Hat das ein Hashtag oder was ist Ich das? habe keinen dazu gefunden, nur irgendwie so eine Warnung vor dieser Challenge, weil also Ärzte raten davon ab, auch vor allem Ärztinnen raten davon ab. Denn wenn der Eiswürfel ganz, ganz kalt ist, wir kennen das ja von, wenn man ein Eiswürfel leckt, dass er so kleben bleibt manchmal oder irgendwelche Straßenschilder ableckt, habe ich mal gelesen, dass man dann so ein bisschen festkleben kann. Das passiert eben auch da unten, dass der Eiswürfel halt klebt und dann gibt es einen Gefrierbrand und es kann die, Dann muss die Moment, Feuerwehr kommen und die fickt die Schutzflora, Feuerwehr. richtig? Die Schutzflora zerstören und dann kommen Die Pilze. hat er sich extra das Wort Schutzflora Schutzflora, aufgeschrieben. ja. Geil. Und das Wort Pilze, weil da können Pilze entstehen in der Vagina. Und nicht die guten Champignons und so, sondern wirklich Pilze, die nicht gut riechen und die nicht so einfach weggehen. Ich habe just gestern in einem Telegram-Gespräch davon gesprochen, dass ich mich Pilzen jetzt mehr öffnen möchte. Die Frauen Also, auch offensichtlich. ja, ist halt wirklich so. Jetzt, wo ich schmecke, ich muss denen mal eine zweite Chance geben. Also vielleicht ist das doch nicht das Allerschlechteste. Wir hatten denselben Einfall. Ich habe auch letztens beschlossen, ich will Pilze essen. Ich bin ja nahezu Veganer und alle sagen nur Nazi-Veganer. Nazi-Veganer und du musst doch dann Pilze essen. Die sind voll gut, die sind gesund und so und da darfst du nicht so mäkelig mit Gemüse sein und so. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt mag ich Pilze, habe mir eine Pizza Fungi geholt bei wie heißt der, Mundsur und, da, Weggeschmissen. nee, und dachte, okay, jetzt isst du Pilze, Tino. Und habe erstmal so ein paar runtersortiert, weil ich nicht so viele haben wollte. Habe sie dann gegessen und dachte, i, scheiße. Habe sie wieder runtergemacht. Ich kann mich an Pilze nicht gewöhnen. Die schmecken richtig geil, aber die Konsistenz ist doch so glibberig, eklig. Was du hier sagst, ich krieg schon wieder Vietnam-Flashbacks und zwar sanft und sorgfältig. Du hörst das regelmäßig, glaube Fest und ich. flauschig heißen die inzwischen. Stimmt, ja. Siehst du, so oft höre ich das. Ich habe jetzt einmal eine Folge gehört. Ich weiß gar nicht, warum ich da irgendwie Leerlauf hatte. Ich glaube, als ich zu meiner Mutter gefahren bin oder so. Und da erzählt Jan Böhmermann davon, wie er sich einen Smoothie macht aus ganz vielen verschiedenen Gemüses und dann einmal davon nippt und den dann komplett wegkippt.
weil es so widerlich war. Das macht man aber nicht. Das ist also wirklich, also sowas Dekadentes, oh, ich bin der Jan Böhmermann, also ich sag jetzt, wie heißen die nochmal? Sanft und leck mich am Arsch? Den sag fest ich, und flauschig. Ja, fest und ich schau dir in die Schnauze rein. Ich sag jetzt Jan Böhmermann den Kampf an, das kann ja wohl nicht sein. Solche Essensverschwendung. Und du genauso hier mit deiner Pilzpizza. Nein, der große Podcast-Krieg. Ich mach mit. Ja. Nein, das waren ja, also ich weiß nicht. Ich hätte sie ja gerne aufbewahrt, aber ich wohne jetzt alleine so inzwischen und ich hätte sie keinem geben können, die Pilze. Das wäre auch doof gewesen. Zurück, und ich habe ja auch, zum Mundsur. Ich habe ja auch ein paar gegessen, ein paar Pilze davon. Also war nicht gut, sagst du. Es war nicht geil. Und ich finde, so ein paar Pilze kann man ruhig mal wegschmeißen. Das ist okay, wenn die einem nicht schmecken. Da ist nichts bei, verloren. Bei Fleisch werde ich halt saurer, weil da ja echt so Tierleben da drin stecken und so. Das ist ja eine Verschwendung. Aber so ein paar Pilze, die wachsen eh im Wald, die tun keinem weh und da gibt es auch keinen Mangel. Ist jetzt mein Moralkompass. Na gut. Verzeih ich dir. Gork hat mal abgehakt. Gork, ja. Auch Gorken. Das ist sehr wichtig. Ja, Gorken-Sohn, der hat halt wirklich auch diese Woche einen Hit gemacht. Oho. Der macht jetzt gemeinsame Sache mit den 257ers. Das sind doch diese Rapper, ne? Ja. Straßen, Blumenstraße. Irgendwas. Also, das passiert immer mehr, dass diese ganzen Musiker und so, diese normalen Celebrities oder Künstler, sag ich mal, dass die sich so an die YouTuber anbiedern. Auch Kai Pflaume war ja auch bei Knossi. Genau, Tanzverbot hat jetzt irgendwie einen Vlog hochgeladen, wo er mit Sido unterwegs ist, beim Knossi-Konzert, wo ich mir auch denke, was ist denn hier los? Hier werden keine Hygiene. Also Knossi-Konzert? Ja. Was singt denn der da? Glücksspiel. Nie wieder Hütchenspiel. Meine Zuschauer sind 12. Ah, coole Songs. Ja. Also da wurden die Hygienerichtlinien nicht ganz so eingehalten, besonders auf der Bühne. Unten saßen sie, das ist richtig schlecht, Alter, so ein Konzert, ich glaube angeblich 2000 Leute oder 2500 und die sitzen da so richtig schlecht auf so Gartenstühlen. Also da kommt doch überhaupt keine Stimmung auf. Das ist dann so ein Rentnerkonzert, wo sie alle davor sitzen. Das gab es doch hier auch jetzt zum Jiddisch Sommer, dass da auch so ein abgesperrter Bereich war auf dem Markt oder am Theater und dann durften da sich so Leute hinsetzen. Und ich finde Sitzkonzerte immer so ein bisschen schwierig, aber ich weiß ja nicht, was für Musik der Knossi macht, ob man da abgehen kann dazu oder ob es eher so eine chillige Musik ist. Kann ich nicht einschätzen. Es war auch nicht nur der, da war wirklich alles da, Mann. Da war Unsympathisch TV, habe ich gesehen, auch noch ein YouTuber. Den kenne ich, der lachte mal nicht, ne? Echo Fresh, ich glaube ja, Echo Fresh war da, Pietro Lombardi war da. Oh. Also das war wirklich einmal quer durch und so ein Tanzverbot mittendrin. Ist halt jetzt, wie es ist. Aber Tanzi, vermischt sich immer weiter. Aber Tanzi ist cool, der kann gut rappen, finde ich. Der ja, hat einen Flow. Ja, auch das hat er wieder gemacht, aber ich glaube, beim vierten Mal oder so Auftritt von diesem Ding, da ist dieser Witz dann auch auserzählt, oder? Das ist doch kein Witz, der kann es ja wirklich. Ja, okay. Auch wenn ich die Musik von ihm nicht gut finde, so, die langweilt mich, aber er kann es ja. Ich meine dieses, ich tue so, als würde ich Englisch oder irgendeine Fantasiesprache. Dieser Witz ist für mich auch jetzt fertig. Ach so. Ja. Na gut, was für mich noch nicht fertig ist, ist die Faszination über die Beine von Harald Lesch. Der ist nämlich diese Woche mal wieder durch Weimar gelaufen, wie er das öfter mal macht. Ja, ja. Und der hat glatt rasierte Beine, du. Ich war ganz fasziniert. Ich habe den das erste Mal in kurzer Hose gesehen. Ich habe auch mal gesehen, glatt. In kurzer Hose. Ich habe nicht drauf geachtet, auf die Beine. Allglatt. Oder ist er einfach nur wenig behaart? Das gibt's ja auch. Aber dann wäre es ja ganz, ganz wenig. Vielleicht hat er auch Krebs und macht Chemo. Dann müssen ja alle Haare ausfallen. Naja, hat einen Hut auf. Ach so. Dass er so mutig ist, mit diesem Hut und glattrasierten Beinen durch Weimar zu laufen. Oder er ist einfach nur sehr gepflegt. Kann ja auch sein. Oder er ist Sportler oder so. Schwimmer, die machen das ja auch mit überall rasieren, wo es geht. Das kann sein, ja. Egal, Harald, also sexy, Grüße. Sexy Lake Harald quasi. Ja. Grüße gehen raus. Ich habe auch mal getroffen und mit ihm gesprochen, ganz kurz. Ich war echt aufgeregt. Nee, ich spreche nicht mit dem. Der macht, der ist gebührenfinanziert. Sowas verurteile ich. Das würde ich nie Mit mir sprichst du ja auch. Ich bin auch gebührenfinanziert gewesen. Das stimmt. Aber noch besser sind Sachen, die überhaupt nicht finanziert sind oder nicht finanziert werden, weil sie irgendwie, naja, egal. Radio Lotte übrigens, ganz anderes Thema. Ich habe gehört, da gab es... Ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollen. Du weißt doch überhaupt nicht, was... Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, um was es geht. Ich habe nur gehört, dass es irgendwie da Veränderungen gab. Es gibt Veränderungen, ja. Die,
die mich nicht überraschen. Mich auch nicht. Und man könnte meinen, Karma is a bitch. Vielleicht. Wir wissen ja nicht, um wen es geht und was passiert ist. Ich weiß auch nicht. Es gab Veränderungen auf jeden Fall. Haben wir gehört, aufgeschnappt auf der Straße. Erzählt man sich so einiges. Ja. Was man sich auch manchmal so erzählt, sind Schimpfwörter. Echt? Homophobe Schimpfwörter. Ja. Kommt vor. Ja. Es gab einen Vorfall in den USA. Nein. Und der Sportmoderator auch mit einem Scheißnamen, der heißt Tom, aber mit H. Tom. Hat er, pass auf, Punchline, der steckt sich am Ende im Dildo in den Arsch, um zu zeigen, dass er doch nicht homophob ist. Hoffen wir es, so weit ist er noch nicht. Der heißt Tom Brennan. Brennemann. Brennenpunkt. Brennaman quasi, wie ein, ja, so ganz komisch. Und der ist seit vielen, vielen Jahrzehnten Baseballspielkommentator. Und er war neulich wohl zu früh auf Sendung. Ah, ja, das habe ich ja auch gesehen, jetzt wo du sagst. Und er ja. sagte irgendwas, man hat den Satz nicht irgendwas ganz verstanden. Irgendwas Faggot-Team oder irgendwie so. One of the fag capitals of the world. Also eines der Schwuchtel-Hauptstädte der Welt. Ja. Man weiß nicht, worum es ging. Und dann hat er das mal ganz normal weiter kommentiert. Und das gab einen Shitstorm. Der wurde gecancelt des Todes auf Twitter. Diesmal auch mit Recht, finde ich. Und noch während der Sendung haben sie dann zu ihm geschalten, quasi mit der Kamera, und er musste sich entschuldigen. Ja. Hat dann zwischendurch noch, oh, ein ja, Touchdown, was weiß ich, was war das? So richtig unenthusiastisch. Oh, und das war ein Touchdown. Ja, auf das jeden Fall. Das war kein Touchdown, das ja, ist ja aber was Ähnliches. Es ist so ein, das war richtig witzig, das war Baseball, Alter, gibt's keinen Touchdown. Ich weiß nicht, wie das war. Es war ein Home Run, glaube ich. Home Run war es. Genau. Und während, auch für ihn war es ein Home Run, weil er ja, dann gehen musste. Während er das sagt, also, ne? Baseball kennt man. Da wird der Ball mit einem Schläger gewamst. Quasi die Menschen, ihr kennt auch die Menschen, die euch mit so Schlägern verprügeln. Ja. Da, wo vor der Gerber, diese Leute. Genau, da wo das herkommt. Nur statt Punkerköpfen sind es hier so kleine Bälle. Genau, richtig. Ja. der Ball ist halt sehr weit geflogen in die Tribüne rein und da stand irgendwas Lustiges drüber, was ich gerade nicht ganz präsent habe. Irgendwie Trust No One oder sowas oder I'm so sorry. Irgendwas stand da halt zufällig genau in dem Moment, als er halt diese Entschuldigung sagt. Das fand ich sehr witzig. Genau, der wurde noch, als er dann ganz deep apologized from the bottom of my heart, that's not me, that's not who I am or who I wanted to be. Ja. Und das Wichtigste an der Story ist ja, dass er quasi während dieser Sendung ersetzt wurde. Er ist noch das gab es, glaube ich, so noch nie. Er hat auch selber noch gesagt, ich hoffe, dass meine Arbeitgeber, die meinen Paycheck unterschreiben, mir das verzeihen werden und es kann immer passieren, dass ich nie wieder hier sitzen werde und nie wieder ein Sportdings moderieren darf. Und so kam es auch, dann kam sein Home Run quasi, dann ist er nach Hause gelaufen und wurde ersetzt und hat danach auf Twitter am nächsten Tag sich entschuldigt nochmal schriftlich, hat dann gesagt, dass er sich sensibilisieren will zum Thema LSBTQ+. Und jetzt Kurse belegen möchte. Also wahrscheinlich auch so ein Dildo-Einführungskurs. Kann er ja machen bei Kevin McInnes. Einführungskurs ist dann echt witzig. Ein Einführungskurs, ja, genau. Ist echt witzig. Können wir ihm verzeihen, Robin? Was sagen wir? Also für mich hat diese Entschuldigung sehr gewirkt wie Entschuldigung, dass ich erwischt wurde. Richtig. So. Und das ist sehr oft der Fall. Ich weiß nicht, ob ich bei manchen Sachen, das bestimmt würde ich das auch so machen. Weil, also bei der Sache nicht. Das würde ich wahrscheinlich auch so nicht sagen. Obwohl, keine Ahnung, ich habe bestimmt auch im Spaß schon solche Sachen gesagt, die ich dann aber nicht ernst meine. Aber bei ihm hat es schon so, das war so richtig irgendwie gemein betont, weil Fag Capital so abwerten halt. Ja, von daher, und seine Entschuldigung war halt auch, I'm a man of faith, I'm a man of God oder so. Und das ist halt immer so, das ist keine Erklärung für irgendwas, das ist richtig dumm. Aber egal, ich fand's witzig und Baseball ist mir scheißegal. Ja, und er mir auch, der Tom Brennan. Aber war tatsächlich ein großer Aufreger. Gut, dass du es hast. Ich hatte es mir nämlich nicht aufgeschrieben. Ja, gerne. Das ist doch mein Thema als LSBTQ+-Beauftragter des Podcasts. Ja. Aber jetzt sind wir ja schon in Amerika, aber da ging es auch rund diese Woche. Ich weiß, Leute. Amerika. Aber das Internet, das tickt auch ein bisschen amerikanisch. Ja. Und der größte Aufreger diese Woche, eigentlich so, brauchen wir noch ein Wortspiel für. Also Eiswürfel in der Wagotze finde ich auch gut. Mhm. Eisgeschlotze in der Wagotze oder sowas. Gefällt mir. Irgendwie in die Richtung. Aber der nächste große Punkt. Eis.de, ja, vielleicht, na, keine Ahnung. Eisbrecher, Eisbecher, Eis. Nee, wegen Eis.de, diese Erotikfirma. Stimmt, ja. Da gibt es vielleicht irgendwas. Scheide. Scheiß, nee. Muschi. Scheide. Slushy. Es gibt doch diese Slushies. Scheideneis. Diese Slushies. Heißen die Slushies?
Slush? Bei Back Factory, wo so klein gebröckeltes Eis. Genau, so blau, grün, rot. Slushy in die Maschi. Slushy in die Muschi. Ja, genau. Sowas. Egal. Wir werden wieder ein ganz, ganz tolles Wortspiel haben. Letzte Woche war richtig finster. Das war richtig, richtig scheiße. Aber ich fand es so dumm, dass ich es schon wieder sehr, sehr lustig fand. Doch, ich lachte, als du mir das geschickt hast. Ich war sehr begeistert. Gut, aber das eigentliche Thema diese Woche ist wahrscheinlich eine Person, die krass oft beim Namen genannt wird. Eigentlich sagt man immer, ey, wenn hier Amoklauf oder sowas war, dann nennt die Täter nicht und so. Mhm. Aber Alter, überall liest du diesen Namen. Deswegen sprechen wir ihn jetzt einfach auch mal aus und tragen zum Problem bei. Was soll's? Kyle Rittenhouse ist in aller Munde. Und, ich hab's nicht gewusst. Ich wusste nicht seinen Namen. Ich hab mir auch aufgeschrieben, dass er so Sachen gemacht hat, aber nicht wie der heißt. Ja. Also das ist ein vehementer Trump-Supporter, der in, Moment, Kenosha, einer 100.000 Einwohner-Metropole an diesem großen See da. Ich weiß nicht, wie der heißt, wo Chicago auch ist. Irgendwas mit M. Michigan. Lake Michigan, glaube ich. Kann sein, das weiß ich nicht. Der ist grundsätzlich erstmal von einem anderen Bundesstaat in diesen reingereist mit seiner Mutter, die übrigens so aussieht. Das ist vielleicht eine wichtige Hintergrundinformation. Ja, mit Waffen als Accessoire. Camouflage, hat unter ihren Brüsten nochmal sowas, was aussieht wie Brüste und hat eine M4 umhängen. Komplett Camouflage, wie gesagt, und einen Tanktop an. Eine Tarnhose. Und eine Kalaschnikow, ja, oder irgendwas, keine Ahnung. Also, und eine Granate hier vielleicht? Die ist eine Granate. Die Frau, sie hat übrigens kurze Haare, deswegen ist sie uninteressant für mich. Also. Aber das auf jeden Fall. Die haben nämlich so eine kleine Miliz, also eine inoffizielle Miliz gebildet. Eine Familienmiliz. Ich glaube, bei der Miliz war sie tatsächlich nicht dabei. Und haben sich zur Aufgabe gemacht, einen Parkplatz zu verteidigen mit Maschinengewehren. Das ist unser Parkplatz. Was noch nicht gesagt wurde, ist, Kyle war halt, ist es immer noch, 17 Jahre alt. Mhm. Der darf dieses Gewehr auch gar nicht führen. Und sind halt, wie gesagt, von einem Bundesstaat in diesen gereist, nach Kenosha. Und haben da, weil da halt Proteste waren, sich zur Aufgabe gemacht, diesen Parkplatz zu verteidigen. Warum auch immer. Ja, ich habe ganz viele Videos gesehen, habe versucht, das zu rekonstruieren, aber es irgendwie ganz schön wirr. Das war sein Lieblingsparkplatz. Wahrscheinlich, wo immer spielt und die Autogase einatmet und so. Also die ganze Sache ist tatsächlich so ein bisschen ambivalent. Ich sag gleich was, ich roll das so ein bisschen aus, was genau passiert ist. Es gibt zum ersten vor den ganzen Geschehnissen Interviews mit ihm, wo er schon ein bisschen so, also er wirkt auf der einen Seite echt nett, auf der anderen Seite sagt er aber auch ganz stolz, wir haben keine non-lethal Weapons, Projectiles quasi, also sie haben nur tödliche Munition. Ja, okay. So. Und das wirkt dann auch schon so ein bisschen wie, okay, Leute, wir machen ernst hier, wir haben nur tödliche Munition, so. Und dann gab es noch ein Video, wo einer den anschreit, oder ich glaube, da steht er gar nicht mit drin, aber so ein roten T-Shirt, der schreit irgendwie rum. Der hat später sich dieses T-Shirt, warum auch immer, um den Kopf gemacht, vielleicht Corona oder so. Und der ist quasi das erste Opfer von dem. Und es ist nicht so ganz klar, warum das überhaupt passiert ist. Wie gesagt, der Typ hat halt auch geschrien. Dann hat er eine Plastiktüte nach diesem Keil geworfen und dann wurde er erschossen. Ja. So. Also ich glaube, das ist das große Problem bei der Sache, dass der Anfang so schwammig ist. Man weiß nicht genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall wurde dieser Typ in den Kopf geschossen, lebt aber irgendwie noch. Sieht man echt heftige Videos, das erkläre ich jetzt wie immer, damit ihr nicht genötigt seid, durch Neugier euch das auch anzugucken. Der liegt dann halt auf dem Boden und alle versuchen irgendwie, die sagen erstmal so, wo ist das Loch, wo ist das Loch? Und man sieht halt dann, am Kopf ist das Loch, aber er lebt noch. Und dann halten die immer ganz viele T-Shirts dran und gucken halt. Das war ein Reim. Im Kopf ist das Loch und er lebt noch. Ja, also leider mittlerweile übrigens nicht mehr. Oh fuck. Ja, und dann steht er halt davor mit seinem M4 und rennt weg. So, von dieser Leiche in Spee. Oh Gott, oh Gott. Und rennt weg. Und dann sind da halt sehr viele andere protestierende Black Lives Matter Leute so. Und rennen ihm hinterher, weil das alles, was die sehen, ist natürlich, da hat jemand jemanden erschossen. So. Und ein Typ mit einer Pistole. Und ein Typ, nee, nicht mit einer Pistole, mit einer M4, also wirklich mit einem Maschinengewehr, rennt hier gerade weg von diesem Tatort. So. Mehr sehen die nicht.
und rennen natürlich als Mob hinterher und versuchen, den irgendwie zu entschärfen oder die Waffe wegzunehmen. So. Und dabei stolpert er, sitzt dann auf dem Boden und schießt dann nochmal wild um sich, trifft einen im Arm und einen anderen, einen Skater, der mit dem Skateboard ihn verwamsen wollte, in den Bauch, der dann auch später stirbt. Also diese ganze Sache hat zwei tödliche Opfer und einen, der fast seinen Arm verloren hätte, der aber jetzt, so wie es aussieht, genesen ist. Der wohl auch mit einer Pistole auf diesen Keil am Boden zugelaufen ist und deswegen wahrscheinlich im Arm getroffen wurde so. Und da sagen jetzt, also, da sagen viele Leute, dass das Notwehr war. So, weil er verfolgt wurde. Nee, das kann man dann auch nicht mehr sagen. In einem Vakuum betrachtet, wenn das davor nicht gewesen wäre, dieser Mord, wäre es wohl auch Notwehr. So, wenn du verfolgt wirst von 10 Leuten, weißt du, und dann irgendwie um dich schießt, muss man natürlich Amerika, da ist das normal so. Ja. Da würde ich da vielleicht noch mitgehen. Aber so, das ist mit dem Wissen, da ist gerade jemand gestorben und wir wollen jetzt die Situation entschärfen, bla. Mhm. Jedenfalls, nachdem er dann die anderen zwei angeschossen hat, ist er dann zur Polizei gelaufen mit erhobenen Händen und hat sich selber gestellt. Und jetzt gibt es halt ganz viele Charges. Aber diese Szene, ich habe mir das genau angeguckt, also ich glaube wirklich, ein Schwarzer, bei dem das passiert ist, so, der dann irgendwie auf die Polizei losgeht, ich glaube, der wäre nicht einfach zum Auto, hätte der gehen können, und alles cool so. Die Charges gegen ihn, also die Anklage sozusagen, intentional homicide, also mit Absicht Mord, reckless homicide, also so rücksichtslos und aus Versehen, huch, also fahrlässige Tötung, attempted intentional homicide, bei dem mit einem Arm, hat er halt nochmal versucht mit Absicht so, reckless endangering safety, also ne, rücksichtslos die Sicherheit gefährdet und vor allem, also das kann auch keiner abstreiten, possession of a dangerous weapon by a minor, also ein Minderjähriger, der eine Waffe im Besitz hatte, die er gar nicht haben darf, so. Und jetzt ist halt die Diskussion echt krass groß. Ich war auch in den konservativen Foren und was da teilweise für Cancer-Kommentare sind, von wegen, oh, der Typ, der in den Arm geschossen wird, der schreit dann halt so, Medic, Medic! Und alle so richtig schadenfreudig, oh, das hat er verdient, das ist what you get, weil du halt so, wer ist so dumm und rennt jemanden hinterher, der eine Waffe hat, so. Aber wäre das halt ein islamistischer Attentäter gewesen, würde keiner sagen, was bist du auch so blöd und versuchst den zu entschärfen, so. Das ist halt schon wieder so mit Doppelmoral. Da gab es ganz viele Bilder auch, so Vergleiche, wo irgendwelche schwarzen Kinder irgendwelche Spielzeugwaffen hatten, erschossen worden sind. Genau, so, ja, habe ich auch Gefahr gesehen. Waren. So ein 12-Jähriger. Und es war wohl auch im Vorfeld dieses Vorfalls. Ja, Jacob Blake. Dass ein schwarzer Familienvater siebenmal in den Rücken geschossen worden ist. In dieser Stadt auch. Genau, und der hatte nur erzählt, dass er ein Messer im Auto hätte. Das war wohl Grund genug, ihm in den Rücken zu schießen 7-mal. Der ist nicht gestorben, aber der ist kämpft gerade aber um sein Leben. Der ist gelähmt, so von der Hüfte abwärts zumindest. Ja, also geht auf jeden Fall gute Stimmung in der Stadt. So, also wie gesagt, von den konservativen Leuten oder den Republikanern in dem Fall wird er halt gerade echt so ein bisschen versucht, zum Märtyrer zu machen. So von wegen, das habt ihr davon, die Antifa und so, endlich macht's mal einer. Also es kann echt sein, dass das so jetzt der Funken ist, der so wirklich den Bürgerkrieg entfacht. Es ist echt hart. Es ist wirklich, wirklich hart. Also was ich da teilweise für Kommentare gelesen habe, der wird halt jetzt zum weißen George Floyd so ein bisschen gemacht von der Seite. So, das ist unser skandalöser Fall. Der hat nichts gemacht, der hat sich nur gewehrt. Ey, der Erste, der war ja wohl wirklich, der hat ja erschossen, ohne dass wirklich was, weiß nicht, wo die Gefahr halt nicht so riesig war. Ist richtig, ja. Also es haben halt Leute gesagt, die Tüte sah aus wie ein Molotow-Cocktail. Also das brennt halt. Das kann man unterscheiden. Also keine Ahnung, was... Es ist halt wirklich sehr, sehr schwammig, was bei dem Ersten passiert. Deswegen schwierig. Aber man muss ja Verständnis dafür haben, dass wenn Leute von außen sehen, okay, da wurde gerade einer erschossen und der Täter rennt weg, dass man da vielleicht... Also klar, man kann die Polizei rufen, aber wenn da halt irgendwie... Da sind halt mindestens 40 Leute um ihn drumherum und nur 10 davon rennen auf ihn. Man ist halt wirklich klar in der Überzahl. Da ist es vielleicht nicht so abwegig zu versuchen, den einfach zu entschärfen. So. Wer mit 17 schon so agiert, ja, und mit so einer riesigen Waffe da rumhantiert, der weiß ja nicht, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und es gibt ja auch Fotos, wie er bei Trump-Rallies irgendwie der erste Reihe da steht und ihm applaudiert. Das macht es eben nochmal ein bisschen, nochmal viel kritischer. Wenn man halt die Mutter dazu sieht, weißt du, da kann man sich schon, also ich will es nicht als Fakt hinstellen, aber man könnte schon darüber nachdenken, ob das vielleicht so ein bisschen, ne, in der Familie, so ein bisschen, oh ja, jetzt machen wir mal richtig, jetzt gehen wir mal richtig scharf und nicht, wie er sagt, irgendwie nur diese Sicherheit zu gewährleisten. Naja. Ich muss eben dazu sagen, dass
mir so als Linker immer vorgeworfen wird, so wir würden den Rechten ihre Meinung nicht gönnen und man soll ja jede Meinung zulassen und mehr Freiheit und so. Und da muss ich sagen, nee, man muss nur in die USA gucken, was da passiert, wenn wirklich totale Meinungsfreiheit herrscht und jeder sagen, machen darf, was er möchte, dann passiert es eben, dass so eine Meinung normal wird und dass man Rassisten einfach irgendwie normal behandelt. Das darf halt nicht passieren. Deswegen finde ich es halt schon in Ordnung zu sagen, dass irgendwie die Sicherheit und die Freiheit der anderen über der totalen Meinungsfreiheit steht letztendlich. Ja. Das ist so meine Meinung und auch dieses irgendwie Waffen, weiß ich nicht, Waffenfreiheit, das wäre ja auch Freiheit. Nee, es ist einfach eine größere Gefahr als eine Freiheit. Ja. Das ist so mein Empfinden, weswegen ich immer dagegen war. Auch dieses Cancel-Culture-Ding, was ja immer von der linken Seite kritisiert wird, gab es auch ein richtig gutes Beispiel aus Amerika diese Woche. Goodyear kennst du vielleicht also in den Rennspielen kennt man das auch, das sind so. Gaultier kenne ich. Nee, Goodyear sind so Reifen. Die einzigen großen Reifenhersteller in Amerika, also wirklich lokal amerikanischer Betrieb in so einer kleinen Stadt auch geblieben und so, bla bla. Und die haben quasi sich gegen Trump bzw. pro Biden ausgesprochen als Firma. Und Trump hat wiederum daraufhin gesagt, kauft die nicht, kauft lieber X und Y. Die deutsche und japanische Varianten sind, also er hat quasi als Präsident dazu aufgerufen, ein amerikanisches Unternehmen zu boykottieren, zu canceln in dem Sinne. Witzig. Auch hier in Deutschland hatten wir sowas schon mit Umweltsau und so, wo dann auch von rechter Seite kommt, oh, das geht ja gar nicht, das ist ja genauso Cancel Culture, die von links irgendwie kritisiert wird. Ich finde es von beiden Seiten nicht so geil, muss ich sagen, aber das ist halt, also von rechts kommt da halt immer mehr so ein bisschen hypokritischere Sachen. Wenn man sagt, ey, das ist schlecht, und dann macht man es selber. Oder auch dieses, jedes Leben ist wertvoll, wenn es um Abtreibung geht und dann 180.000 Corona-Tote ist dann aber auch okay. So. Oder auch bei Pegida rufen, absaufen, absaufen, ja, es hätte Ja. richtig absaufen sollen. Das ist halt diese Doppelmoral, die ich auch kritisiere. Jedes Leben ist wertvoll. Todesstrafe! Außer du bist schwarz, Ja. dann nicht. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein erstes kleines Highlight von Trump. Das größte Highlight diese Woche kam nicht von ihm speziell, aber von dem RNC, der Republican National Committee, glaube ich, oder so. Eine Woche vorher war das Demokratische. Das ist quasi einfach so das große, die Convention. Vielleicht heißt es auch Convention. Ich glaube, es heißt Convention, nicht Committee. So eine Gamescom für die Partei quasi. So, letzte Woche Demokraten, diese Woche die Republikaner, vier So Tage eine Art durch. Parteitag quasi. Genau. Und da hat die Freundin von Donald Trump Jr. eine Rede gehalten, die jetzt schon in die Geschichte eingegangen ist. Zum ersten wirkt sie ein bisschen als, also auch er, also der Sohn wirkt auch ein bisschen, als hätten sie irgendwie zu viel Koks hinter der Tribüne sich reingegönnt. Aber also das ist wirklich, das könnte wirklich einfach eine Rede aus Nordkorea oder so sein. Wie sie wirklich rumschreit und am Ende, also die ganze Zeit so die Demokraten, also wirklich nicht ein Satz geht so, wir machen etwas Gutes, weil wir machen hier das und das für euch so. Also nichts Inhaltliches. Nicht wirklich. Es geht die ganze Zeit nur Angst verbreiten, Fear-Mongering, sagt man so schön. Und die Demokraten, die nehmen euch das weg und guckt mal hier die Bilder aus, wie heißt die Stadt, wo es so ganz schlimm war? Baltimore? Nee, weiß es gerade nicht, wo halt zuerst die Häuser gebrannt haben quasi. So sieht's aus in einem Amerika unter der Führung von Joe Biden, während das aber Bilder sind aus einem Amerika jetzt unter der Führung von Trump. Also macht überhaupt keinen Sinn. Und ganz am Ende nimmt sie die Arme hoch und schreit: The best is yet to come. Alles ist Scheiße. still, es wird super awkward so. Alter Schwede, also das ist wirklich eine Rede, die heißt, Moment, vielleicht will sich das nochmal jemand anschauen. Die hat so einen ganz komischen Namen, ich habe es mir aber extra aufgeschrieben. Kim Guilfoyle. Also Guilfoyle. Heißt die so? Die heißt so, ja. Und sie hat gesagt, oh, ich bin eine so stolze Latina. Das war auch so ganz, also jede Gelegenheit genutzt, ein Schwarzer war auf der Bühne, hat gesagt, ich bin übrigens schwarz, eine Latina ist da. Ich bin übrigens Latina, wir können gar nicht irgendwie rassistisch oder so sein. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr Und am witzig. selben Parteitag gab es wohl auch so ein, zwei Reden von Republikanern, die sich gegen Trump ausgesprochen haben, wo auch einer gesagt haben soll, ich bin seit meinem ganzen Leben schon Republikaner und werde zum ersten Mal gegen Trump stimmen,
Nicht für Biden, aber gegen Trump. Das hat er wahrscheinlich an dem Tag gesagt, aber wahrscheinlich nicht auf dieser Convention. Ich dachte auf einer Bühne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die Hälfte der Reden waren eh von Trump. Hm. Die andere Hälfte von seinen Kindern und die dritte Hälfte von halt irgendwelchen solchen Leuten. Die dritte Hälfte. Ja. Ja, also war auf jeden Fall ein Dilemma. Ist jetzt, glaube ich, heute am letzten Tag. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Hm. Ansonsten gab es, glaube ich, da nicht so viel, was herausgestochen hat. War halt das typische Blabla. Ach so, ja, also die haben außerdem so eine Rallye gehalten vorm Weißen Haus, was sie auch nicht dürfen. Es gibt von 32 so diesen Hatch Act, der sagt, dass Mitarbeiter vom Weißen Haus und von halt solchen Einrichtungen sich nicht an politischen Sachen beteiligen dürfen. Mhm. Also der Präsident und der Vizepräsident darf das theoretisch. Mhm. Aber alle, die quasi da mitwirken, so eine Bühne aufzubauen vorm Weißen Haus, die machen sich strafbar. Aha. So. Trump bricht das Grundgesetz. Na, das ist ja mal was die Neues. Die Verfassung. Aber nachweislich. Ja, hat er schon oft nachweislich gemacht. Das ist halt echt hart, wie wenig da rumkommt. Das ist so krass. Naja. Und man, ich habe noch so zwei lustige WWE-Themen zum Thema Trump, weil die WWE, der große Boss, der Vince McMahon, der ist immer noch am Leben. Vince McMahon. Ja. Und den seine Frau sitzt zwar auch im Parlament von Trump, die ist auch Republikanerin irgendwie und ist da irgendwie eine Beraterin oder was weiß ich, in irgendeinem Ministerium. Und das heißt, die arbeiten mit Trump sehr eng zusammen, durften deswegen auch während des Lockdowns produzieren, weil die so eng waren, weswegen ja auch Wrestling systemrelevant war. Und aber im Gegenzug, wenn sich WWE-Superstars, also die Wrestler, sich pro Trump äußern, werden die gecancelt bei der WWE. Mhm. Es gab letztens einen, der war noch in der Entwicklung, der ist noch nicht so bekannt, der hat sich auch pro Trump ausgesprochen. Und der ist jetzt quasi rausgeschrieben worden aus der Show. Und weil die ganzen WWE-Superstars alle Anti-Trump sind. Mhm. Und man sorgt bei der WWE dafür, dass der Backstage-Bereich und die Superstars gut auskommen miteinander. Und das hat die größte Meinung so gegen Trump. Wenn da einer gegen schießt, dann ist das halt schlechte Stimmung. Deswegen werden solche Leute gecancelt. Mhm. Und da heißt halt The Forgotten Son, was lustig ist. Der vergessene Sohn darf jetzt nicht mehr auftreten vorerst, weil er sich pro Trump geäußert hat. Finde ich auch ein bisschen krass so, aber... Ja. Da sieht man auch so ein bisschen diesen Zwiespalt. Auf der einen Seite, dass der Vorstand der WWE selber eigentlich pro Trump ist und mit ihm arbeitet. Aber wenn sich die Superstars pro Trump äußern, die das auch nicht dürfen. Und das Zweite war, dass die jetzt kein Publikum haben dürfen und haben stattdessen im Publikumsbereich so Leinwände aufgestellt mit Gesichtern quasi, wo Fans sich live schalten können. Ah, okay. Und das kann nicht gut gehen. Ich dachte jetzt so Greenscreen-mäßig, aber ja, jetzt habe ich Interesse. Ich will da meinen Arsch in die Kamera halten. So eine Art, da denken sich das gerade sehr viele und hat jetzt einer genutzt und hat auf einem Bildschirm, wo er eigentlich zu volle Webcam zu sehen sein muss. Das wird zwar kontrolliert zum großen Teil, aber trotzdem könnt ihr nicht jede Sekunde da drauf gucken. Da gab es jetzt einen, der hat eine Hinrichtung eines Schwarzen gezeigt. Was? Live im Fernsehen, wo Rey Mysterio gerade kämpft. Irgendwie sieht man im Hintergrund so den Kuckucksclan. Alter, so einen Schwarzen hinrichten. Ich denke an irgendwelche witzigen Sachen zum Trollen, aber nee, gleich wieder fünf Spuren zu weit. Nee, die waren ja auch dabei. So Pikachu reinhalten oder irgendwelche Statements, irgendwie feuert den und so. Das gab es auch. Hm. Aber jetzt gab es einen ganz krassen Fall, der auch im Fernsehen war, mit dieser Hinrichtung, die sie gezeigt haben. Haben sie direkt im Fernsehen nochmal gezeigt. Falls es jemand verpasst hat, hier die Hinrichtung, guckt mal, das Kreuz, das brennt so lustig. Und es kann halt nicht gut gehen und ja, das war sehr hart. Sehr hart und nicht gut, macht man nicht. Der ist jetzt gesperrt worden. Natürlich. Das macht man nicht. Also Schwarze hinrichten, das macht man nicht, Leute. Vielleicht, Bildungsauftrag. Aber im Fernsehen nicht zeigen. Ach so, das okay. Ist das Ding in den USA. Ah, stimmt. Stimmt, ja. Das noch mal kurz dazu und ich freue mich, dass ich in alle paar Folgen mal WWE News reinarbeiten kann. Doch. Das ich ist, glaube ich, wichtig. Ich habe mir auch gerade überlegt, wenn diese Präsidentschaftswahl, das ist ja gerade alles so umstritten, so mit diese Briefwahl und so, das ist ja bestimmt ganz, ganz schlecht. Übrigens auch einer kommentiert das letzte Mal drunter. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich weiß nicht, ob es ein Troll war, aber der war sehr pro Trump. Doch, habe ich gelesen, hat versucht, die Briefwahl, die Anschuldigungen an die Briefwahl zu verteidigen. Egal. Liebe Grüße gehen raus an alle KommentatorInnen. Danke, ja, wir lesen alles. Fast, also ich nicht alles. Ich versuch's. Ich habe mir nur überlegt, wenn das alles so kritisch ist, vielleicht mach doch einfach ein Wrestling-Match. Joe Biden gegen Donald Trump. Der Trump Gewinner. Aber die besseren Karten, der ist ja schon erfahren. Wegen der Kampfmasse meinst du aber. Also nee, hast du das mal angeguckt? Nee, der war schon... Ich weiß. Hast du das mal angeguckt? Das ist ja schwach. Also es war nicht gut. Der ist nicht gut, keine Frage. Aber und da war er ein paar Jahre jünger.
Also da sah nicht sehr, sehr beweglich aus, Herr der Biden ist Mensch. vielleicht ein bisschen beweglicher und ein bisschen schneller und agiler als er. Ja. Bisschen schneller und agiler sind auch kleine junge Mädchen, die von Jeffrey Epstein und Prince Andrew vergewaltigt worden sind. Ja, okay. Das war diese Woche auch nochmal, Grüße an Jules wieder. Das war diese Woche auch nochmal Thema, denn die eine, die damals 17 war, hat sich zu Wort gemeldet. Die hieß, ich weiß es gerade gar nicht, habe ich es mir aufgeschrieben. Ich habe es auf jeden Fall im Podcast schon mal gesagt, Mann. Also ein Mädchen von denen, die da Teil des Ganzen Ich habe es mir war. nicht aufgeschrieben. Ja, egal, also die Blonde da. Gibt auch eine lange, lange Doku. Da sieht man die auch. Scheißegal. Die hat gesagt, dass sie quasi jetzt die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben hat, dass da jemals was kommt. Jeder andere wäre längst im Knast, aber Prinz Andrew hopst lustig durch die Gegend so. Jeffrey Epstein ist natürlich schon tot mittlerweile. Und was jetzt bei seiner Partnerin Ghislaine Maxwell rauskommt, ist auch ungewiss. Und da hat sich dann vor 3 Tagen ein riesiger, wütender Möb zusammengesetzt. Und die Überschrift, die ich gelesen habe, ich glaube, Independent. Co.uk. Da stand, warte, Fury erupts outside Buckingham Palace as enraged crowds scream pedophile at gates. Und da dachte ich schon, was hat denn der Bill jetzt schon wieder gemacht, ne? Der Attila, der hat uns doch schon gewarnt vor diesem Kinderpornoring mit diesen Gates. Ja. Aber nein, sie haben an die Tore des Buckingham Palace geschrien. Auch witzig, dass sie die Tore anschreien. Aber nicht ganz so witzig wie mit Bill Gates. Sesam, öffne dich! Ja. Wir wollen da jetzt rein! Aber ist witzig. Stell dir das mal vor, so eine Riesengruppe, die einfach Pedophile ruft. Pädophiler! 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 Wie so eine schlechte Theatervorstellung. Ja, da kennst du dich ja mit aus, Da kenne ich ne? mich aus, ja. Ja, also da gab es jetzt große Demonstrationen, die bestimmt wieder ganz viel erreichen werden. Nee, das klang jetzt zu zynisch. Es ist ja schon so, dass das manchmal was bewegt. Aber Demos, meinst du, oder? Demonstration ist ein sehr gutes Stichwort, denn morgen, Also sprich für euch gestern. für euch gestern, ist die größte Demo aller Zeiten mit 12 Milliarden Menschen Die in wurden Berlin. erwartet, genau. Die kommen auch trotzdem. Die Sturm Demo, auf Berlin. Sturm auf Klingt ein Berlin. bisschen wie eine Sitcom oder wie eine Telenovela. Oder wie ein bisschen Dritter Weltkrieg. Auch ein bisschen, ja. Die wurde jetzt offiziell verboten, weil die Leute, also die Polizei, nicht davon ausgeht, dass die Hygiene-Richtlinien eingehalten werden. Klingt auch logisch. Klingt an sich logisch. Ich finde es halt ein bisschen kritisch, dass man es so macht. So wird es halt ein bisschen gefüttert. Man hätte sagen können, falls ihr euch nicht daran haltet, wird sofort aufgelöst oder so. Oder irgendwie, dass man eine maximale Zahl oder sowas erlaubt auf bestimmten Plätzen. Irgendwie so. Weil wenn man jetzt einfach von vornherein sagt, es ist komplett verboten, da ist es ein bisschen kritisch, Das finde ich. füttert ja Das ihre füttert das, Vorwürfe, ja. ja. Und du hast da, glaube ich, auch auf Instagram diesen netten Vergleich der Bild-Zeitung gepostet. Genau, dass als die Corona, also erstmal andersrum, als diese Gedenkdemo für die Hanau-Opfer abgesagt worden ist wegen Corona, war das nur so ein Statement. Wurde abgesagt, ja, passiert. Aber als jetzt die Corona-Demo abgesagt worden ist, ah, oh, unsere Freiheit und Ja. ah, oh, die Faschisten. Und da sieht man mal wieder, wo die Relevanz ist. Ja, die nette Bild-Zeitung wieder äußerst neutral. Man Zeitung. muss es aber auch mal so sehen, Tino. Bei dieser Hanau-Sache, das juckt ja keinen. Aber hier, da werden 50 Milliarden Menschen erwartet. Ja. Das ist also gesellschaftlich wesentlich relevanter. Und auch hier hat natürlich unser allerbester Freund Attila Hildmann gute Lifehacks am Start. Der hat nämlich gesagt, wenn wir zu dieser Demo jetzt kommen, ist es wichtig, dass wir unser Handy ausschalten und es in Alufolie einwickeln, damit Das das war nicht mehr Xavier geortet. Naidoo, hat das Ach gesagt. stimmt, das war Xavier. Oh, ich komme da immer so Sie durcheinander, sehen auch so Alter. gleich aus, finde Na, ich. und mittlerweile labern sie genau die gleiche Scheiße. Dann war das von Attila, der so einen Rundumschlag gemacht hat, oder? Einmal so ein Post, Das macht er immer. wo wirklich jede einzelne Verschwörungstheorie der letzten 500 Jahre drin war. Ich bin auch in so einer Telegram-Gruppe drin zum Mitlesen. Es tut so weh, was der sich alles ausdenkt, ja? Dass wir alle nächstes Jahr in einem KZ alle sein werden und die verbieten uns das und das. Und wie er noch so Werbung einstreut, ja, holt euch jetzt meine Produkte so Ja. aus meinem Shop, damit ihr eingedeckt seid, so für die Krise. Ist es einfach nur eine riesige Werbeaktion oder ist es echt so bescheuert? Das Also, weiß man halt nicht. ich frage mich ja, also jetzt demnächst kommt ja wieder so ein Tag. Ich glaube, war das nicht auch der 29. oder Es irgendwie? kommt jeden Tag ein Tag.
ob du scheißen gehst, habe ich dich gefragt. Nein, so ein Tag, wo dann quasi die neue Weltordnung anfängt, hat man ja jetzt schon ein paar schon Mal. Öfter, ja. Wie auch diese wie heißen diese Christen, die Welt geht unter nächstes Jahr und an dem Tag passiert und es passiert einfach nicht. Ja. Und da frage ich mich, ob an irgendeinem Punkt, ob das nicht so ein bisschen wehtut, so wenn die kognitive Dissonanz irgendwie einsetzt und man sich so denkt, okay, jetzt ist dieser Tag schon 20 Mal gewesen, und aber irgendwie passiert nichts. Mhm. Das muss doch langsam... Sie haben es verschoben, weil wir es rausgefunden haben. Das wird eine Ausrede sein. Wahrscheinlich. Es gibt auch Gerüchte über Xavier Naidoo, dass er ja ausgetauscht worden ist und verschwunden ist. Ich hoffe, von Jan Böhmermann. Das hoffe ich auch tatsächlich. Da gibt es einen witzigen Blog, der heißt akte-xavier.online. Die wurde mir zugeschickt. Mhm. Das ist total albern. Dumm einfach. Ja. Gucke ich mir mal an. Also, sollte sich jeder mal angucken. Er ist selber zur Verschwörungstheorie geworden. Es geht ganz schnell, dass man selber... Auch, es gibt auch die Menschen, die behaupten, Attila Hildmann wurde gekauft, um diese Bewegung lächerlich dastehen zu lassen. Also selbst die eigenen Fans, also die eigenen, die auch daran glauben, halten ihn für Idioten. Oh Mann. Ich habe nur gesehen, dass auch innerhalb dieser Demonstration wieder sehr viele rechte Schwingungen Stimmung gemacht haben. NPD war dabei. Der Dritte Weg. Der Höcke. AfD, genau. Irgend so ein Holocaust-Leugner noch. Also ja, wirklich, die Creme de la Creme ist da heute, morgen, gestern, ach, ist scheißegal, jeden Tag versammelt in Berlin. Wir gucken mal. Die wollen trotzdem aufmarschieren dort und sogar richtige AfD-Politikerinnen auch. Also da gibt es von so einer Frau so einen Facebook-Beitrag, wo sie so lächelt auf dem Bild, aber irgendwie steht drüber, Berlin, wir fahren nach Berlin und so und stürmen den Bundestagstag. Und es wird sehr, sehr lustig, ob die das wirklich durchziehen. Ob morgen der Bürgerkrieg anfängt und wir schon am Sonntag zur Ausstrahlung schon am Baum hängen. Ja. Wir zwei als... Je nachdem, was da passiert, würde ich dieser Woche dann eine 10 geben. Ja. Vielleicht eine 9,5, aber vielleicht sind es halt auch wieder nur 20 Hanswurste. Und dann war es das halt. Oder 7 Milliarden am Ende, ja, die kommen werden. Wir werden es verfolgen. Was wir auch verfolgen, ist jährlich das ist so schlecht, Alter. Den Overshoot Day. Kennst du den? Ja, genau, dass die Ressourcen aufgebraucht sind. Genau. Wurde mir erst gestern per Telefon mitgeteilt von Angela Merkel persönlich. Ja. Nee, von einer Bekannten, die haben telefoniert und die meinte auch irgendwie, dass wir jetzt schon wieder das überdingst haben, überstiegen haben und andere Länder sogar noch viel eher, dass die das schon im Mai teilweise übersteigen. Aber da geht es, glaube ich, um den Earth Overshoot Day. Naja, die gibt es auch für verschiedene Länder und Staaten und Kontinente. Dass die Ressourcen, die man eigentlich verbrauchen sollte, in einem Jahr schon nach wenigen Monaten verbraucht sind. Jetzt, das habe ich nämlich ganz vergessen. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie der sich so entwickelt hat über die letzten Jahre, der Earth Overshoot Day. Das mache ich jetzt einfach mal hier live. Ob der immer früher ist? Ja, jetzt habe ich hier eine Statistik, die so beschissen ist. Ja, also er ist tatsächlich immer früher. Der hat 1970... Nee, warte mal, was? Immer später ist der. Was ist denn das für eine komische Statistik? Also wenn er später ist, ist es ja schon mal gut. 1970 war der angeblich... Hä? Warum ist denn das so rückwärts? Warum fängt denn das bei Februar an? Dann Januar, Dezember... Ach so, warte mal. Hä? Das ist eine ganz komische Statistik. Also hier steht es halt irgendwie 1970, 2. Januar und jetzt 2018 irgendwie 1. August. Ich bin verwirrt. Das ist irgendwie seltsam. Warum fängt das nicht bei Januar an? Warum steht da Februar? Geht alle kacken. Also der war jetzt. Recycelt euren Scheiß. Fresst die Packung mit, will ich damit sagen. Ja, kauft weniger Plastik, weniger Fleisch, ja, weniger Milch und Avocados nicht so. Das wurde mir auch gesagt. Ich hatte gestern noch kurz Besuch von meiner Vormieterin, die vor mir in der Wohnung gewohnt hat. Und die sagte irgendwie... Ey, ich habe da so einen Trend auf TikTok gesehen. Kannst du mal meine Wagotze einlunzen? Das haben wir später gemacht. Das haben wir später gemacht, aber davor hat sie mir von einem Buch erzählt über nicht Greta Thunberg, die wird woanders ausgesprochen. Sie kann Schwedisch sprechen. Sie meinte Greta Thunberg eigentlich. Und nicht Thunberg. Ist das eine französische Schwedin oder ist sie dumm? Ich glaube, die Schweden sprechen einfach so. Keine Ahnung. Ja, aber wir sind halt Deutsche. Wir sagen ja auch Thunberg. Wir sagen ja auch Lewis. Oder andere sagen ja auch Julia Reda zu ihr. Oder Nestle. Nestle sagt man auch, ja. Jedenfalls... Ich ins gemachte Nestle reingesetzle. Hat sie wohl ein Buch gelesen über Thunberg, dass sie jeden Tag ihre Avocado essen muss. So. Die isst sie jeden Tag, die braucht sie auch. Und die ist ja auch nicht gut, weißt du, wegen Export und so. Die muss sie jeden Tag essen. Also, warum? Sie will, sie ist ja auch so ein bisschen autistisch veranlagt und so.
und liebt Avocado und isst wohl jeden Tag mindestens eine. Und im Gegenzug aber hat sie, also die Greta, einen Brief bekommen von dem Piloten, der gesagt hat, ja, ich bin Berufspilot und ich versuche schon privat wenig zu fliegen, aber ich will meinen Job nicht aufgeben und so, und bin ich trotzdem noch in Ordnung, so in der Richtung. Da hat sie gesagt, nein, du bist für mich unten durch, wenn du das unterstützt als Pilot. Auf der anderen Seite isst sie halt jeden Tag ein Avocado. Das war so ein Grund oder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das stimmt, vielleicht ist sie auch nicht so 100% in Ordnung. Also, wenn man es nicht vorlebt zu 100%, ist es völlig in Ordnung, finde ich, aber man kann ja ein gutes Beispiel sein. Aber andere zu verurteilen und selber irgendwie aber auch so Manko haben, das finde ich halt dann wiederum schwierig. Sie kann ja auch ein bisschen differenzieren und sagen, okay, du bist Berufspilot so, und das kann man vielleicht nochmal akzeptieren, keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, gut. Dann lieber die Avocado unten einführen. Ja, vielleicht. Da kannst du auch immer wieder, das ist ja schlecht an Eis. Das schmilzt ja. Aber die Avocado kannst du theoretisch immer wieder. Kannst du auch aufbewahren quasi als Frühstück so. Für die Schule. Brauchst du keine Tupperdose aus Plastik. Die ist noch nicht 18. Lass mal nicht daran zu viel drüber reden. Achso, dann nicht sie, aber als andere Person können das machen. Sie erst später, glaube ich. Alter, also ob da irgendwie direkt, wenn sie 18 ist, ob da das große Rule 34 losgeht. If it exists, there's porn of it. Ach so. Ein Greta, wie sie dann irgendwie ein so, Greta-Porno irgendwann. Ja. So Cosplay auch oder so. Endlich können wir Greta ficken. So, aber so negativ, weißt du? Jetzt wird die mal richtig hier durchgenudelt und es dann gibt ja diese geilen Schilder. Fuck my pussy and not the world oder irgendwie sowas. Ja, die finde ich witzig. Mit den Schildern kann sie dann auch rumstehen. Kann passieren, aber erst so in 2 Jahren, glaube ich, ne? Nee, die ist schon 17 mittlerweile. Ach so. Die ist doch, das war doch ganz groß, irgendwie vor 3-4 Monaten oder so. Dann noch in einem Jahr. Okay. Was gut, dass wir darüber geredet haben. Was wir auch nicht wissen, was in einem Jahr ist, ist Corona. Es gab es nämlich, ich habe auch mal versucht, so einen Übergang zu machen. Ja, super. Es gab es wohl wieder neue Einigungen der Länder und des Bundes, des Bundestages, also die Regierung und die Bundesländer haben sich zusammengesetzt und haben Regeln beschlossen. Und alle außer Sachsen-Anhalt haben jetzt sich geeinigt auf Bußgelder gegen die Verstöße gegen die Maskenpflicht. Das mindestens 50 Euro und Bayern ist sogar bei 250 Euro. Dass man, wenn man im Bus sitzt oder einkaufen geht und die Maske nicht richtig trägt, muss man richtig krass Geld bezahlen. Und da wurde auch beschlossen, dass Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten sind. Was für uns beide heißt, dass wir kein Die-Ärzte-Date haben in Erfurt. Ja. Voll, und wahrscheinlich wird es auch direkt ein komplettes Jahr verschoben. Es ist natürlich die vernünftigere Variante. Man muss nicht mit 50.000 Leuten in irgendeiner Halle sitzen in Zeiten der Pandemie. Aber ist schon schade, das so schwarz auf weiß zu sehen. Ich sag's, wie es ist. Wobei es ja noch nicht von den Ärzten das Statement gab, dass es verschoben wird. Noch nicht. Ganz offiziell noch nicht, aber muss halt. Muss. Ich habe Hoffnung. Und die Hauptursache für Corona sind wohl Familienfeiern, so private, wurde wohl jetzt mitgeteilt. Ja. Auch durch Reiserückkehrer, die ins Ausland fahren. Ja, ich kann dir auch aus Marseille bestätigen, dass dieses Bußgeld allen scheißegal ist, also zumindest in Frankreich. Da war es so, beim ersten Verstoß 130, bei Wiederholungsverstoß 2500 Euro. Wow. Also das ist ordentlich und trotzdem hat sich keiner dran gehalten. Ich glaube auch nicht, dass das Bußgeld hier irgendwie krass, also klar, sowas wie Bus und Einrichtungen, aber in Marseille war ja auch draußen unter freiem Himmel Maskenpflicht. Und das war allen scheißegal. Aber das ist hart natürlich, ja. Da vielleicht noch eine kleine positive Note. Afrika ist jetzt offiziell poliofrei. So, Corona wütet da vielleicht jetzt noch, aber immerhin Polio besiegt nach ganz vielen Dekaden des Kampfes. Da gab es doch ganz viele Meldungen, dass auch irgendwie wieder an Strände irgendwie Delfine wieder schwimmen und so. Und ja, die haben sich verdoppelt, die Zahl. In den letzten 10 Jahren sind es irgendwie doppelt so viele Familien. Genau, aufgrund des, genau. VW Polio wollte ich noch sagen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hast du noch was ganz Wichtiges, was du hier reindrücken willst? Ein Eiswürfel zum Beispiel. Das habe ich vor der Aufnahme gemacht, in meine Vagina eingeführt. Es gab noch etwas, was getrendet ist, und zwar Kevin allein zu Hause, der Schauspieler. Ah, der ist jetzt 40, ja. Genau, der hat geschrieben, wollte ich mal richtig alt fühlen, ich werde 40. Und ich muss echt sagen, alter Schwede. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, warum ist der nicht schon 50? Weil das ist ja irgendwie ein uralter Film gefühlt. Der war ja, also ich habe den sehr spät gesehen, muss man vielleicht dazu sagen. Ich habe den irgendwie Weihnachten 2014 oder so das erste Mal wirklich gesehen. Echt? Alter. Und
da kam der mir halt vor wie irgendwie, weißt du, Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Ich weiß nicht, wann er wirklich rauskam. Ich glaube, in den 90ern, dachte ich immer, kam der raus. Ja, Trump hat da ja eine kleine Gastrolle. Ja, stimmt, das weiß ich noch. Haben wir auch schon mal darüber berichtet, dass eine Fernsehstation in Kanada diese Szene rausgeschnitten hat. Und da wollte er die Station auch canceln. Siehste? So. Meinungsfreiheit. Das ist so eine fucking Snowflake, der Typ. Und ich habe noch eine Werbung. Und zwar die liebe Sabrina, die du auch kennst, mit der wir auch schon gearbeitet haben. Gearbeitet? In verschiedenen... Ja, sie hat... Mit diesen Eiswürfeln haben wir. Genau, so ein bisschen. Ja. Und die macht ein Umweltmagazin. Da habe ich noch getroffen, bevor wir uns hier getroffen haben. Und bevor wir jetzt Podcast machen, sagen wir jetzt immer Umweltmagazin. Umweltmagazin. Sie macht nämlich jetzt auch einen Podcast quasi und auch, ich helfe jetzt auch zu Spotify zu kommen, nachdem ich ihr die andere Praktikumsstelle verschafft habe. Jetzt helfe ich ihr beim Spotify und ich freue mich, dass ich ihr helfen kann und ja, Umweltmagazin bei Soundcloud suchen und bei Spotify demnächst. Der Podcast heißt so. Genau. Mhm. Von Sabrina Geiersbach. Da streust du ja einfach so ein bisschen. Ja, weil ich helfen möchte, weil ich das gut finde, weil sie macht viel. Ja, da streue ich das jetzt auch ein. Also ich habe da so einen Cousin-Neffe, der macht auch Podcast, aka Livestream, aka Mensch auf Twitch, der halt Sachen tut. Nougatbits heißt der, das O ist eine Null. Ja. Kann man mal reinschauen. Da schaue ich auch rein, gelegentlich. Ja. Was geben wir der Woche? Wir geben der Woche... Ich wünschte, wir wüssten schon, was in Berlin passiert. Ja, ne? Das würde viel, viel machen. Und ansonsten, ja, dieses Keil-Ding hier, das ist ziemlich unkeil gewesen, aber meine Güte, da könnte einiges draus entstehen. Aber es ist halt wieder so eine Sache, ey, das, weißt du, wenn das jetzt den Bürgerkrieg entfacht, ist es super krass, aber so ist es erstmal so angespannte Situationen nur. Man muss ja echt leider sagen, dass diese toten Schwarzen ja schon zur Gewohnheit geworden sind, ja? Man liest ja jetzt ständig von Schwarzen, die erschossen worden sind, von korrupten Cops, von rassistischen Cops und von irgendwelchen Neonazis, die durchdrehen, weswegen es gerade keine Steigerung gibt. Es ist eher so ein zum Beibehalten des Niveaus, ein ganz, ganz furchtbares Niveau, was wir wieder sinken wollen. Ganz, ganz schlechtes Niveau. Also da wirklich, das ist keine Etikette hier, Leute. Deswegen würde ich eigentlich nicht über 5 gehen. Mhm. Weil es ist halt gerade irgendwie nichts krass Neues. So. Es gibt gerade keine Steigerung. Ich würde mitgehen dafür, dass, wie gesagt, es muss sich als, also man muss das doch das Ergebnis sehen, ja. Von Berlin muss man das Ergebnis sehen, von dieser Keil-Sache muss man das Ergebnis sehen. Ja. Nächste Woche wissen wir vielleicht mehr. Und es ist natürlich auch Amerika und wir sind Deutsche. So wie die Bild-Zeitung bei jedem Unfall sagt, war zum Glück kein Deutscher dabei. Ja. Muss man hier sagen, okay, ne? War zum Glück kein Deutscher dabei. Wir müssen mal unsere Korrespondenten in den USA fragen, den Brennpunkt USA. Die machen das gleiche wie wir, nur auf amerikanisch. Und die können das ja viel höher einstufen. Aber wir hier in Deutschland, aus unserer Sicht, ist es noch nicht ganz so krass relevant. Ja, vor allem war es halt auch nicht so entertainend, weißt du? Ich habe nicht so die geilen Memes dazu gesehen. Also da muss noch mehr kommen. Ach, keine lustigen zumindest. Ja, die gab es nicht. Nicht mal deswegen, mehr als 5 gehe ich bis jetzt nicht. Ich würde vielleicht auf die 6 gehen. Eventuell. Ja, für Kevin. Weil er war halt 17. Für McKinley Culkin gehe ich auf eine 6. Ja. McKinley Culkin, aber ja. Ja, das ist ein ganz komischer Name. Wie kann man so heißen? Tom mit H und McDings Culkin. Ja. Und was? Croft? George vorhin? George Croft, ja. George Croft, also diesen Namen, die nerven mich furchtbar. Was mich auch nervt, ist, dass der Podcast vorbei ist. Tatsächlich. Die guten Überleitungen sind auch vorbei. Es tut mir leid. Die Musik. Oh, es tut so weh. Au! Das war die 81. Ausgabe Brennpunkt Internet. Och, war das schön. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. In aller Stärke. In neuer Mitte.